Hamburg 1 Games präsentiert Super Games TV. Hallo und herzlich willkommen zu Super Games TV. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Weißt du, wer der größte Reifenhersteller der Welt ist? Nee. Kann Lego. Ah, okay. Der größte Reifenhersteller auf der Welt ist Lego. Damit kannst du auf Partys Leute austricksen. Okay, klar. Die stellen nicht die größten Reifen der Welt her, aber die stellen die meisten Reifen der Welt her. Für die Lego-Fahrzeuge. Den genauen Zahlenwert weiß ich nicht mehr. 300 Millionen oder so? Ich habe keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachgucken. Apropos Lego. Denn wir haben hier was Verrückte Neues. Überleitung, ne? Genau, verrückte Überleitung. Wir haben was Neues in die Redaktion bekommen. Und zwar das neue Lego Dimensions hier in der Xbox One-Version. Gibt es auch für PS4 und Wii U. Das Tolle daran ist, dass es ist erstmal ein typisches Lego-Spiel. Das gibt es ja zu Genüge in den letzten Jahren von Traveller Tales Games. Das sind die typischen Lego-Spiele wie Lego Batman oder Lego Harry Potter und so weiter und so fort. Und Lego Star Wars. Aber das ist was ganz Besonderes. Das ist hier dieses Starter-Pack von Lego Dimensions. Hier hast du diesen Device. Ja. Den haben wir hier drüben stehen, den zeigen wir nachher auch nochmal. Du spielst das Spiel und währenddessen kannst du die Spielfiguren hier draufstellen. Das sind die hier vorne stehen. Wir haben hier den Marty McFly aus Zurück in die Zukunft, hier mit Hoverboard und Zeitmaschine. Und man stellt es einfach auf dieses Device und dann hat man die Figur im Spiel drin und kann damit spielen. Wir werden das Ganze gleich nochmal drüben auf der Couch zeigen. Genau. Da werden wir ein bisschen Lego Dimensions spielen. Vorher aber haben wir eine Matz für euch vorbereitet, wo ihr euch das Ganze ein bisschen angucken könnt. Wolltet ihr schon immer mal sehen, wie Batman und Gandalf gemeinsam mit einem Balrog durch die Minen von Moria stürzen? Oder mit Homer Simpson in Marty McFly's DeLorean durch Gotham City rasen? Wie wär's mit einem Besuch in der TARDIS-Zeitmaschine von Doctor Who? Natürlich gemeinsam mit Legolas, Wonder Woman und der bösen Hexe aus Der Zauberer von Oz. Wenn euch diese oder ähnlich absurde Kombinationen beliebter Film-, Comic- und Spiele-Franchises auch nur ein bisschen gefallen, dann solltet ihr einen Blick auf Lego Dimensions werfen. Denn, wie der Name schon vermuten lässt, basiert die ganze Story des neuen Abenteuers aus der Baukastenwelt auf der Vermischung eigentlich alleinstehender fiktiver Universen. Der Herr der Ringe, Batman, Doctor Who und Zurück in die Zukunft sind nur einige der zahlreichen Welten, aus denen sich das Spiel in puncto Charaktere, Setting und Handlung bedient. Schon in der Intro-Sequenz hält das Spiel mit seinem ambitionierten Konzept nicht hinterm Berg. Innerhalb kürzester Zeit treffen die Helden aus drei verschiedenen Universen zusammen. Dabei wird jede Geschichte natürlich in gewohnt bunter Klötzchenoptik, liebevoll und mit Bezug zum Original erzählt. Zum Teil sogar mit den Original-Synchronsprechern und lizenziertem Soundtrack. Nicht ganz neu, aber sehr konsequent umgesetzt ist die sogenannte Augmented Reality Funktion des Spiels, also die erweiterte Realität. Die Spielfiguren sind nicht einfach vorhanden, sondern müssen nach typischer Lego-Manier aus Einzelteilen zusammengesetzt werden. Die fertigen Figuren werden dann mit passenden Chips versehen, die das mitgelieferte Eingabegerät, eine Art drahtlose Dockingstation im Portal-Look, ausliest. Die Figur auf dem Chip taucht dann als spielbarer Charakter auf dem Bildschirm auf. Bereits Ende 2011 bediente sich das Rollenspiel Action-Adventure Skylanders von Publisher Activision dieser Methode. Unter dem Begriff Toys to Life wurde hier ein System vorgestellt, das es ermöglichte, durch NFC-Funk einen Chip an der Figur auszulesen und die gespeicherten Charaktere ins Spiel zu importieren. Es folgten weitere auf der etablierten Technik aufbauende Add-ons, zuletzt Skylanders Superchargers, das im September 2015 erschien. Auch Lego Dimensions macht von der Möglichkeit erweiterbarer Sets Gebrauch. Während die Basisversion des Spiels bereits viele Charaktere und Welten umfasst, besteht die Möglichkeit, das Spiel durch kostenpflichtige Zusatzkäufe zu erweitern. Diese sogenannten Level-, Team- und Spaßpakete liefern neue Figuren, Fahrzeuge und Welten für das Spiel. Und zwar sowohl als physischen Bausatz als auch auf den mitgelieferten Chips. Die neuen Figuren besitzen wiederum besondere Eigenschaften, sodass der Spieler mit jedem Kauf sein ganz eigenes Team aus Lego-Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenstellen kann. Mit diesen kann er dann entweder alleine oder mit dem von Lego-Spielen altbekannten Zweispieler-Modus am gleichen Bildschirm durch die Dimensionen reisen. Auch wenn Lego Dimension ein großer Jump'n'Run-Spaß ist,
so werden gerade Sammler doch ordentlich zur Kasse gebeten. Ja, jetzt haben wir uns hier auf die Couch gesetzt, um das auch mal zu demonstrieren, dieses neue Lego Dimensions. Was ja eine ziemlich clevere Sache ist, eine gute Marktstrategie. Du verbindest Spielzeug, physische Figuren mit virtuellen Figuren, mit einem Videospiel. Also es ist, kostet auch einiges. Ja, ist teuer. Ja, das ist relativ teuer. Und es ist irgendwie erweiterbar und dann... Ja, du kannst unheimlich viele Figuren dazu kaufen. In diesem Lego Dimensions ist die Geschichte ja auch, dass so ein böser Zauberer das Universum zusammenbrechen lässt und dann alle Universen zusammenhalten müssen und das retten müssen. Zeig, also du hast zeig mal, wie das Ganze funktioniert. Du hast Zurück in die Zukunft, du hast Harry Potter, hier haben wir Gandalf aus Herr der Ringe, hier haben wir Batman, wer ist er hier? Das Spiel fordert uns jetzt dazu auf, Gandalf genau. Auf diese Plattform zu stellen. Diese, ne? Auf diese Plattform hier zu stellen, genau. Und es erkennt Gandalf aber anhand seines Ständers. Falsche Seite, sagt die Regie. Dann vielleicht hier, genau. Ja, wie gesagt, ganz frisch hier eingetrudelt. Das selber noch gar nicht gespielt und bin sehr gespannt. Bist du ein Fan von den Lego-Spielen? Eigentlich nicht, aber einfach weil es so viele gibt und ich dafür auch keine Zeit habe, dann diese Lego-Spiele zu spielen. Ich finde die aber immer kreativ und die sind wirklich gut gemacht. Es gibt aber auch wirklich eine Menge. Traveler Tales haut eins nach dem anderen raus. Was ich an den Lego-Spielen mag, ist, dass die haben es nicht so extrem schwer, den Look des Lego-Spielzeugs in ein Computerspiel zu transportieren. Genau. Ne? Weil die Figuren sind ja einfache Figuren. Genau. Und es ist tatsächlich für die Leute auch quasi alles per Baustein nachbaubar. Ja, genau. Ja, ich muss dazu aber auch sagen, dass ich kein Lego-Spieler war als Kind. Was? Du warst kein Lego-Spieler? Nee, ich hatte... Womit hast du denn gespielt? Naja, in dem Alter, wo man Lego spielen sollte, Playmobil und Actionfiguren und natürlich Videospiele, schon von früh an. Das heißt, in dem Alter, wo man Lego spielen sollte, das ist ja zwischen was steht 4 immer? Und 100 oder so. Ja, also, ja, trotzdem. Ne? Mit 4 habe ich natürlich noch keine Videospiele gespielt, aber da habe ich dann auch andere Sachen gemacht. Lego hatte ich natürlich auch. Ich wollte schon sagen. Ich ja, also hatte viel Lego. Aber ich kenne nicht viele Leute, die gar nicht mit Lego gespielt haben. Genau, das ist ja das Besondere auch daran. Hier, wir sehen da Gandalf und Batman verrückt, oder? In einem Bild, in einem Videospiel. Und also nicht nur das, ne? Sondern was gibt es noch alles für Universen, die im selben Spiel vorkommen? Also, um die alle aufzuzählen, das kriege ich, glaube ich, nicht zusammen. Aber wir haben Scooby-Doo, wir haben Doctor Who, der ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Wir haben Zurück in die Zukunft, habe ich ja schon gesagt. Und Batman sehen wir ja, Herr der Ringe. Wir kriegen jetzt bestimmt E-Mails von Doctor Who-Fans. Ja, ich mag Doctor Who, aber das ist nicht so, glaube ich, nicht so bekannt in Deutschland, ne? diese englische Serie. Ja, also unheimlich viel, ne? Und Star Wars ist, glaube ich, nicht dabei, ne? Star Wars ist nicht dabei. Zurück in die Zukunft hast du schon genannt. Genau. Wer ist das? Das ist Kelly Osbourne? Ja, wer ist das eigentlich hier? Und steht die hier vor allen Dingen? Ja. So, dann tun wir das mal hier auf dieses Device. Und schon erkennt das Spiel, wie das da draufgesetzt haben. Verrückt. Was alles gibt heutzutage. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ja. Ja, also besonders Zurück in die Zukunft gab es noch in keinem Lego-Spiel. Da freue ich mich besonders drauf als großer Back to the Future-Fan. Das ist dein Lego-Oscar. Und Scooby-Doo war auch noch nie drin. Also es ist ja toll, dass es ein verrückter Mischmasch ist einfach. Ich habe es an dem Typen erkannt mit der orangen Weste. Das ist dieses Lego The Movie, genau. Moment, waren da gerade zwei Batmans? Da sind zwei Batmans. Ich bin Batman. Also gut gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. Lustig. Wenn man dann auch noch Lego-Fan ist, top. Aber ich glaube, die ein oder anderen Eltern werden jetzt ein Problem bekommen und versuchen, ihr Kind bis mindestens mal Weihnachten fernzuhalten von diesem Spiel. Ja. Weil. Und das ist teuer, leider. Genau, wenn du dann alles davon haben willst oder dem Kind davon alles schenken willst, dann bist du arm. Das Starterpack kostet zurzeit 99 Euro und dann kannst du ja unzählige Spiel und Starterpack? Genau, dieser Karton, der hier hinter uns steht. Okay, das ist schon amtlich, aber es geht noch. Ich hätte Schlimmeres erwartet. Ja, echt? Mhm. Okay.
Ja, also was ist denn da dann alles dabei an Figuren? Ja, da müsste ich jetzt auf die Packung schauen. Aber hier so Gandalf, Batman und so, die sind da schon dabei. Oder haben wir noch mehr als das Starter-Pack hier? Naja, wir haben noch, wir haben es ja von Warner Bros. Games, das ist der Publisher, wir haben es ja zugeschickt bekommen, freundlicherweise. Und wir haben da vorne noch Zurück in die Zukunft halt. Und das war's. Das ist das Starter-Pack, soweit ich das jetzt weiß. Und, Zurück in die Zukunft ist also nicht im Starter-Pack dabei. Nee, das gab's dann extra zu kaufen. Ich frag mich halt, wie viel mehr Erwachsene sich das kaufen als Kinder. Wahrscheinlich weil mehr als, Erwachsene als Kinder. Als, haben Kinder heutzutage noch so einen Zugang zu Zurück in die Zukunft? Nein, überhaupt nicht. Das kennen die doch gar nicht. Das ist wirklich Nerd-Fanservice pur, ne? Klar. Aber es spricht ja auch dann die Nerds an, wie Back to the Future-Fans und dann die Kinder mit Lego The Movie oder. Wobei der ja echt gut war. Warte mal. 24. ist unser Sendetermin für diese Sendung. Hier, genau, ne? Ja. Das heißt, noch 7 Tage bis zu den Hoverboards, oder? Nein, am 21. Oktober 2015 ist Marty McFly... 2015 sagst du so, als wäre es dieses Jahr nicht 2015. Ja, das ist halt... Also du meinst am 21. Also ist es liegt genau. 3 Tage zurück. Und im Grunde müsste ja auch der Weiße Hai 17 jetzt gerade im Kino sein. War das 17? Von dem Sohn von... Ja, ich meine, das war 17 oder 19. Da müsste ich jetzt... Genau. Der Weiße Hai 17 mit fürchterlich schlechtem 3D-Effekt. Genau, ja. So, was ist hier zu tun jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch noch ganz frisch in dem Spiel. Das ist dieses Dimensionstor, was wir auch hier gebaut haben, ne? Mhm. Den ganzen Shit musst du auch zusammenbauen, ne? Entschuldigung, ja, wahrscheinlich. Ein bisschen erkältet. Die kalte Jahreszeit fängt an. Das Prinzip ist ja auch nicht neu, ne? Es gab ja schon... Nein, dieses Device und dann so. Spiele ins, also physische Figuren ins Spiel bringen. Das gab es ja auch schon mit Skylanders und gibt es jetzt auch mit Disney Infinity 3.0 oder wie das heißt, dieses Star Wars, das ist auch mit Star Wars Figuren und so. Das ist genau das gleiche Prinzip. Und generell mag ich das ja. Und ich sag mal. Stell doch mal was drauf, da muss blinken. Okay. Es ist jetzt so, die ganze Zeit ist nichts passiert und jetzt warnt das Spiel oder zeigt das Spiel einem an, hör mal, für den Fall, dass du noch ein bisschen dumm im Kopf bist. Hier ist so ein Bild. Stell das mal dahin. Genau, und die Story ist ja wie gesagt auch, ne, mit diesen Multiversen, ein böser, wie heißt der Bösewicht, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Der hat halt, den kennt man auch nicht, der ist neu. Der hat halt alle Universen zusammenbrechen lassen und deswegen sind die jetzt alle miteinander verbunden. Fortschrittliche Technologie. Ich glaube, dieses Tor hat den Tunnel erschaffen, der uns herbrachte. Genau, und schon Skylanders mit diesem Device, ne? War es genau das Gleiche. Ist ein Verkaufserfolg ohne Ende. Also, es ist genau das Richtige. Wo man dazu sagen muss, dass natürlich auch Lego-Spielzeug an sich jetzt nichts ist, was sich scheiße verkaufen würde. Ja, ne? Klar. Ja. So, wir sind im Spiel. Wir spielen erstmal Batman. Den haben wir ja auch in der Mitte gestellt. Und das ist halt typisch für diese Lego-Spiele. Man kann hier erstmal diese ganzen Lego-Steinchen aufsammeln. Was mache ich hier? Ah, ich muss hier noch mal ein bisschen öfter draufdrücken und dann... Ah, alles klar. Und das, ne, das ist halt typisch dieses Lego-Spiel. Oft muss man auch irgendwelche Figuren zusammenbasteln und Brücken bauen. Warum hat Lego eigentlich nicht selbst Minecraft entwickelt? Das wäre das perfekte Spiel für Lego gewesen, oder? Mhm. Das stimmt. Du bist voll konzentriert, ne? Da muss ich mit Gandalf was machen, dann machen wir das doch mal. Dann machen wir wenigstens hier. Kann man dir was zeigen? So, und schon wechselt er den Charakter. Musst du die jedes Mal umstellen, wenn du die Charakter wechselst? Ich denke schon, dass der in der Mitte den Charakter spielst du dann gerade. Weil da stand doch die Taste Y. Hätte die nicht gewechselt? Ich drück mal Y. Ach, und ich kann jetzt... Oh, das ja. Also ich fände es konsequent, wenn man jetzt gesagt hätte, man muss die immer hinstellen dann, aber okay. Was?
Was sind denn diese Fragezeichenwürfel eigentlich? Und da ist noch so ein Pinöppel. Ja. Hebt den mal auf, der landet nämlich sonst im Staubsauger. Genau. Oder man tritt drauf und das tut weh. Ja, aber das tut ja bei denen nicht weh. Bei den Runden nicht. Die Achter waren aber der Schlimmste. Ich glaube, der baut hier mich daraus jetzt das Batmobil, oder? Aus dem Haufen, ne? Genau. Aber wieso komme ich jetzt nicht an Batman ran? Der steht in der Mitte. Ah, alles klar. So, wenn wir die Regie nicht hätten, dann wären wir hier komplett aufgeschmissen. Go, Leonard. Das ist der Batarang hier. Achso. Eingeschränkte Funktionalität? Reißt es mir den Arm ab, wenn ich da durchgehe? Es sieht instabil aus. Ein paar leuchtende Steine wurden hineingesogen. Die müssen wichtig gewesen sein. Nun, immerhin scheint es lebendig zu sein. Laut meinem Scanner befindet sich auf jeden Fall etwas da. Ob es uns zu den fehlenden Steinen führt? Gut möglich. Oder zu Eisenbart? Unmöglich. Oh. Eisenbart! Er sitzt in der Klemme! Oder er ist Poro. Bei ihm heißt alles Mögliche, aber wir müssen ihn finden. Ja, aber mit dem Zusammenbau, glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt mal, uns anderen Themen zu widmen. Ja. Du warst auf einem Event. Genau, ich war mit meinem Kameramann hier in Hamburg auf einem Event. Wir waren ja letztes Mal schon in London bei Ubisoft und diesmal hat Ubisoft nochmal geladen. Und zwar in der Villa 23 in der Alster ist das gewesen. Das ist ein tolle Event-Location gewesen. Und zwar gab es da Schnittchen, aber unter anderem konnte man auch die Spiele anspielen. Und zwar, war die Schnittchen lecker? Die Schnittchen waren gut, richtig gut. Auf jeden Fall konnte man das, also die neuesten Spiele von Ubisoft, die jetzt auch in den nächsten Wochen rauskommen, anzocken. Unter anderem auch wieder Assassin's Creed Syndicate, gut, hatte ich schon in London. Dafür aber Anno 2205, das neue Aufbauspiel in der Zukunft. Und Rainbow Six Siege, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Das ist so ein typisches, wie die alten Rainbow Six-Teile, da kannst du dich ja bestimmt auch noch dran erinnern. Also ja. Mit einer Sondereinsatztruppe Geiseln aus der Hand von Terroristen befreien, zum Beispiel. Neu in diesem Rainbow Six Siege ist unter anderem, dass er auch die, wie heißt die Einsatztruppe aus Deutschland? GSG 9? GSG 9, dass du die GSG 9 spielen kannst. Denn es ist auch noch nie in so einem Spiel drin gewesen. Und sobald du, also es ist toll, also ich freue mich drauf. Wir haben eine Mats. Genau. Für euch. Und danach machen wir hier weiter mit FIFA. Genau. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Supergames TV. Ich befinde mich hier in Hamburg. Ubisoft hat uns eingeladen, Rainbow Six Siege anzutesten und auch das neue Anno 2205. Ich bin gespannt, schmeiße ich jetzt in Getümmel. Es gibt auch ein paar Schnittchen und gute Getränke. Und wir werden schauen. Kommt einfach mit. Anno 2205 sind wir wieder in die Zukunft gegangen. Im letzten Teil haben wir einen riesen Sprung gemacht, dass wir zum ersten Mal in die Zukunft gegangen sind. Es kam total toll bei den Fans an, bei der Presse und im neuesten Teil haben wir halt unheimlich viele so auf das Feedback der Spieler gehört. Die haben immer wieder gesagt, es gibt gewisse Emotionen, die man einfach mit der Zukunft verbindet, dass wir nicht weit genug gegangen sind im letzten Teil. Und eine davon ist eben, die Erde zu verlassen, Raumfahrt, und genau das machen wir im neuen Teil. Das heißt, man kann zum ersten Mal die Erde verlassen im Anno-Spiel und auf dem Mond siedeln. Dadurch, dass wir das Multisession-Gameplay jetzt haben, das heißt, man spielt nicht mehr auf einer Insel nur oder in einer Map mit vielen Inseln, sondern auf ganz, ganz vielen Maps, die alle gleichzeitig laufen und die mit riesigen Handelsrouten verbunden sind, baut man da halt ein gigantisches Safe-Game auf. Das Balancing spielt natürlich beim Spiel wie Anno eine gigantische Rolle. Das ganze Spiel funktioniert nur, wenn das Balancing gut funktioniert. Das heißt, einerseits haben wir natürlich eines der erfahrensten Teams der Welt da sitzen, die das seit ewigen Jahren machen. Das ist immer noch das Kernteam, das immer an Anno gearbeitet hat und deshalb halt einfach unheimlich viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und
das Testen ist eben genau das Entscheidende. Also man kann theoretisch alles aufbauen, aber vor allem ist halt, dass man Spieler einfach ranbringt, dass wir schon ganz früh einfach mit Leuten die Versionen haben spielen lassen, Feedback sammeln und so dann irgendwann zu einer Version kommen, mit der wir zufrieden sind. Es gibt da ganz viele Faktoren, die alle sehr eng verzahnt sind, damit sie gut funktionieren. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Fokus. Also kein Feature darf alleingelassen irgendwo hängen und sagen, ja, das funktioniert dann alleine, sondern das Militärsystem zum Beispiel ist was zwar optional ist, wenn man es aber spielen möchte, kann man einerseits in so einer Meta-Economy im Militär einzeln die Schiffe aufleveln, neue Sachen freischalten. Die Größe der Flotte ist aber wieder durch die Anzahl der Bewohner in den anderen Sessions bestimmt. Und so ist halt alles immer verknüpft und das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor. Und genau darauf muss man eben achten, dass keins von diesen Features alleingelassen wird, dass alles gut zusammenpasst und dass man dieses Gesamtbild hat, was am Ende dann eben so eine tolle Welt wie Anno ergibt. Also ich glaube einfach bei der Erfolg von Anno ist einfach auf diesem Detailgrad und der Detailverliebtheit beruht darauf und das ist einfach berühmt dafür, dass die Spieler wissen, wenn sie das kaufen, kriegen sie ein Qualitätsspiel, kriegen ein ausgereiftes, fertiges Produkt und das ist einfach so ein Deal, den man mit den Spielern hat und wo wir sie hoffentlich auch noch nie enttäuscht haben. So, Rainbow Six Siege is asymmetrical. Rainbow Six Siege ist ein asymmetrischer taktischer Shooter. Asymmetrisch heißt, dass es eine angreifende und eine verteidigende Seite gibt und beide ihre jeweiligen Aufgaben haben. Die Angreifer müssen in die Festung der Feinde eindringen und entweder ihr Ziel erreichen oder alle Feinde töten. Die Verteidiger müssen ihre Festung verstärken, Fallen auslegen und sich allgemein auf den Angriff der Feinde vorbereiten. And prepare for it. Kürzlich haben wir die russische Spetsnaz vorgestellt. Das war für die Community etwas ganz Neues. Einer der bekanntesten Operators ist Fuse. Außerdem haben wir die GSG 9, das französische GIGN und andere. Das Coole an Operators ist, dass wir viele Möglichkeiten haben, das noch auszudehnen und unterschiedliche Spezialteams von überall auf der Welt einzubringen. Smoke ist vermutlich einer meiner Lieblingscharaktere. Er wirft mit ferngezündeten Granaten, die dann eine Rauchwolke erzeugen, die tödlich ist. Man kann also nicht hindurchlaufen. Was viele noch nicht wissen, ist, dass Smoke selber gegen Rauch immun ist. Dann gibt es aber noch Jäger, der quasi ein direkter Konter gegen Fuse ist. Wenn du mit Fuse eine Bombe an eine Wand legen willst, kann Jäger das verhindern. Good job, guys. Yeah. All right. I'll get her. Okay. We've always focused multiplayer. Wir haben uns immer zuerst auf den Multiplayer konzentriert. Es gibt sicher Potenzial für den E-Sport, aber wir sind natürlich nicht diejenigen, die das entscheiden. Wir bekommen viel Feedback von der Beta, weil die Spieler darüber reden, ob Siege sich für den E-Sport eignet. Und die scheinen wirklich viel Potenzial zu sehen. Wir haben von Anfang an immer gesagt, dass bei Rainbow Six der Multiplayer im Vordergrund steht. Wir haben uns sehr coole Features überlegt, wie die Zerstörbarkeit der Maps und die Gadgets. Und wir haben uns darauf konzentriert, dass diese Features im Multiplayer-Modus gut funktionieren. Wir haben keine klassische Story-Kampagne, aber trotzdem Singleplayer-Elemente. Zu diesem Thema haben wir noch nichts präsentiert, da werden wir in den nächsten Wochen noch Informationen rausgeben. Wir haben das Renown, die Ingame-Währung. Wenn du ein Spiel beendest, bekommst du je nach Punkten und Platzierung eine bestimmte Menge Renown, die du benutzen kannst, um Erweiterungen für deine Waffen zu kaufen. Die Grundversion aller Waffen hast du schon von Anfang an. Renown ist dann eher für Skins oder kosmetische Einkäufe. Auch hier werden wir in den nächsten Wochen noch andere Möglichkeiten präsentieren, wofür die Spieler ihr Renown ausgeben können.
So, ich durfte jetzt beide Spiele mal ausgiebig testen. Rainbow Six Siege habe ich im Koop gespielt mit 4 Leuten, ist reines Multiplayer und war auch sehr spaßig, war lustig, sieht super aus, Gameplay passt auch. Ich freue mich persönlich auf die GSG 9, die Spezialeinheit der Deutschen, mal zu sehen in einem Videospiel. Und mein persönlicher Favorit ist aber ganz klar Anno 2205. Ich liebe diese Aufbauspiele, ich liebe die Anno-Serie. Und die Grafik ist einfach nur der Hammer, es sieht klasse aus. Und wenn das Spiel dann auch noch stimmt und es scheint es zu tun, dann freue ich mich richtig drauf. So, ich werde jetzt, bevor ich noch gehe, noch mal ein bisschen was essen, was trinken, die Atmosphäre genießen und dann bis zum nächsten Mal. In Berlin wurden im September 2015 wieder die Awards des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware vergeben, der unter anderem auch Veranstalter der jährlichen Videospielmesse Gamescom ist. Diese Auszeichnungen ehren monatlich die verkaufsstärksten Produkte der Videospielbranche. Ganz eindeutig der Star dieses Monats ist FIFA 16, der neueste Ableger der bekannten Fußballreihe, die seit jeher mit hohem Realitätsgrad und offiziell lizenzierten Spielern und Mannschaften punktet. FIFA 16 erhielt nicht nur den Multiplattform Award für mehr als 500.000 verkaufte Exemplare, sondern auch je einen Award in Platin und Gold für die hohen Verkaufszahlen auf der PlayStation 3 und PlayStation 4. Weitere Titel, die im September die Hürde von 100.000 verkauften Exemplaren auf einer Plattform schafften und dafür mit einem Gold Award ausgezeichnet wurden, sind der geistige Dark Souls-Nachfolger Bloodborne, der sich auf der PlayStation 4 erfolgreich verkaufte, sowie der dritte Teil der Witcher-Reihe, der hohe Verkaufszahlen der PC-Version verzeichnen kann. Für alle, die nicht genug vom Klötzchenspiel Minecraft bekommen können, gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Bislang ließ sich das kultige Open-World-Spiel von Entwickler Mojang nur in verschiedenen Endlosspielmodi genießen. Eine klassische Einzelspielerkampagne gab es nicht. Das ändern jetzt die Kollegen vom Entwicklerstudio Telltale Games. Mit Minecraft Story Mode kommt ein Spiel auf den Markt, in dem ihr in 5 Episoden spannende Abenteuer in der Welt von Minecraft erleben könnt. Telltale Games, die unter anderem für die erfolgreichen Adventures The Walking Dead und The Wolf Among Us bekannt sind, folgen auch dieses Mal ihrer bewährten Formel. Das heißt, große Treue zum Original, eine spannende Story mit erstklassiger Synchronisation und die Möglichkeit, den Ausgang der Geschichte durch eigene Spielentscheidungen zu beeinflussen. Während die Story rund um den Orden des Steins also völlig neu für alle Spieler ist, werden Minecraft-Veteranen sich mit der bewährten Steuerung und Spielmechanik sofort wie zu Hause fühlen. Die erste von 5 Episoden von Minecraft Story Mode steht ab sofort als digitaler Download für Xbox One, PlayStation 4 und den PC zur Verfügung. So, ich bin hier mit dem Simon, seines Zeichens Fußballexperte und auch FIFA 2015 Experte. Denn wir alle in der Redaktion. FIFA 16, Entschuldigung. Wir in der Redaktion haben ja überhaupt keine Ahnung von FIFA. Deswegen mussten wir uns extern da Hilfe organisieren. Mache ich gerne, gar kein Problem. Sollen wir direkt einsteigen? Klar, genau. Wir haben das Spiel schon eingelegt und können jetzt aber direkt starten. Gut, so, genau. Du willst den Gegner. Genau, ich nehme natürlich den HSV und wie ihr schon gesehen habt, sitzt der Simon hier mit einem Gladbach-Trikot und deswegen wird er wahrscheinlich auch Gladbach auswählen. Ja, und es ist auch ganz gut, dass wir Gladbach auswählen, weil Gladbach auch in FIFA 16 halt weiterentwickelt worden ist, im Gegensatz zu vorher durch das Erreichen der Champions League. Jetzt hier haben wir schon einen kleinen Fehler. Ich sitze hier im Champions League-Trikot. Ja. Wir haben hier das Auswärtstrikot von letzter Saison noch drin und das aktuelle Auswärtstrikot als drittes Trikot, also quasi als Champions League Trikot, ist ein kleiner Fehler. Gehen wir weiter. Du musst auch klicken. Einmal extra. Was auch sich verändert hat, ist, wir hatten bisher immer 5 Originalstadien. Ja. Das war das Volksparkstadion in Hamburg ist schon seit Jahren dabei. Hast du gesagt, genau. Olympiastadion in Berlin. Mhm. Die Veltins Arena auf Schalke. Mhm.
und den Signal Iduna Park in Dortmund. Dortmund, okay. Und ab dieser Saison ist halt der Borussia Park in Mönchengladbach auch als Originalstadion ins Spiel integriert worden. Ja, unter anderem, ne? Da kamen noch einige dazu, oder? So. Nee, dieses Jahr ist nur Mönchengladbach hinzugekommen. Ach so, okay. So, hier, das machen wir nicht. Wir fangen sofort an. Mhm. Wir machen jetzt ein Freundschaftsspiel. Ich würde ja gerne mit einem HSV-Trikot jetzt sitzen, um das mal ein bisschen auszugleichen mit deinem Champions-League-Trikot, aber ich habe leider keins. So. So, also da grafisch haben wir den Borussia-Park. Grafisch ist das wie eh und je immer top. Ne? Super getroffen. Ja. Und das ist auch, finde ich, der größte Unterschied für mich im Gegensatz zu Pro Evolution Soccer. Ja. Die Bewegungen der Spieler sind vielleicht etwas flüssiger noch bei Pro Evolution Soccer, wobei ich meine, dass FIFA halt immer näher rankommt. Aber dieses ganze Feeling hat man bei Pro Evolution Soccer nicht. Wir haben die Original-Bundesliga-Hymne, die beim Einlaufen gespielt wird. Ja. Wenn wir gleich im Spiel sind, hört man die Original-Fangesänge. Also in Hamburg hört man die Fangesänge der Hamburg-Fans, in Gladbach hört man die Fangesänge der Gladbach-Fans. Okay. Wenn man ein Tor schießt, hört man das jeweilige Torlied. Also in Gladbach ist es jetzt Scooter Maria, I Like It Loud. Dip, 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 dip. Das kenne ich, ja. Das ist schon ein ganz anderes Feeling, ne? Und dann hat man bei Pro Evolution Soccer halt nur die vier Champions League Vereine mit Originalnamen, Originaltrikots und genau. Pro Evolution Soccer ist von Konami und also PES sagt man ja auch in der Abkürzung und ist so typisch japanisch eigentlich, ne? Aber es ist eine Fußballsimulation und hat aber nicht die Originallizenzen. Da hat EA Sports einfach den klaren Vorteil in der Hand mit FIFA, mit ihrer FIFA-Serie. Also wir haben jetzt schon einen riesen Fehler gemacht. Du hast ein weißes Trikot genommen, obwohl ich auch ein weißes Trikot habe. Ich bin auch total irritiert. Aber einfach auf die... Wir kriegen es aber trotzdem hin. Genau. Du bist, die Hamburger werden ja auch Rotrosen genannt. Du bist halt die Mannschaft mit den roten Hosen. Ja, da kannst du ja drauf gucken. Die mit den roten Hosen einfach. Das bin ich. Ja. So, du hast... da gerade eine Hilfe. Hier steht zum Beispiel ein Heber mit Dreieck. Das kannst du auch ausstellen, wenn du einmal auf beide... So? Warte. Also ich habe es jetzt ausgestellt. Drück mal auf beide gleichzeitig. Dann hast du es auch aus. Okay. Weißt du, wie man spielt? Ja, ich weiß, dass... Also X ist, mit X machst du einen einfachen Pass, ne? Genau. Und, vielleicht gibst du dir einfach mal den Ball, dann könnte ich das mal testen. Ja, nimm ihn dir ab. Also du... Genau. So. Also. Okay, noch gehalten, ne? So. Ich bleib mal weg. So. Genau, ich mache jetzt mal einen Pass mit X. Zack. Genau, mit Dreieck kannst du einen Pass in Lauf machen. Auch da hat sich dieses Jahr etwas geändert. Letztes Jahr kam es nicht so sehr darauf an, wie lange oder wie doll man Dreieck drückt. Wenn man jetzt nur kurz antippt, Dreieck, dann spielt der Spieler den Pass nur wirklich ein paar Meter nach vorne und wenn man wirklich einen Steilpass für einen Angriff machen möchte, dann muss man schon wirklich länger gedrückt halten als beim letzten Teil der FIFA-Serie. Okay. Ja, es gibt jedes Jahr ein neues FIFA, ne? Und immer mit kleinen, aber feinen Veränderungen für die Fans, ne? Die Leute holen sich das dann sofort. Also wie gesagt, für mich sind es jetzt extreme Veränderungen gewesen, weil halt mein Verein das erste Mal wirklich richtig dabei ist. Ja. Ich muss mich ein bisschen auch auf das Spielen konzentrieren. Ja. Normalerweise würdest du mich innerhalb von 5 Minuten hier abziehen, das ist gar keine Frage. Dann haben wir halt, da haben wir Patrick Herrmann kurz im Bild gesehen. Sieht aus, wie Patrick Herrmann in echt aussieht. Auch das ist eine Neuerung. Ja. Wir haben halt viele Originalspieler jetzt ab dieser Saison dabei, bei Gladbach und bei Wolfsburg, weil das halt die neuen Champions-League-Vertreter der Bundesliga quasi sind. Ja. Also ich muss ja sagen, das einzige Fußballspiel, was ich viel gespielt habe, also wirklich über Jahre und immer wieder mal gespielt wieder, ist Italia 90 auf dem Sega Mega Drive gewesen. Das war total klasse. Das hatte auch keine Originallizenzen, natürlich nicht, und spielte halt typisch zur Weltmeisterschaft in Italien.
Und ist ein ganz tolles Spiel, aber auch sehr einfach gewesen. Das war Pixelgrafik in bester Sega Mega Drive Tradition. Das ist hier natürlich echt schon Deluxe, ne? Grafisch. Ja, klar. Spielerisch. Und das wird halt auch jedes Jahr besser. Und was dieses Jahr auch ein bisschen anders ist, wenn man zum Beispiel flankt, ja, dann ist es so, dass es auch mal passieren kann, dass eine Flanke abrutscht, so wie es auch im echten Fußball passiert. Okay. Das heißt, man will eigentlich flanken und dann wird es aber doch ein Torschuss, ein unbeabsichtigter Torschuss. Ja. Und in den Momenten ist natürlich im echten Spiel der Torwart verdutzt, weil er nicht damit rechnet. Und das haben wir hier, hab ich hier mittlerweile auch festgestellt, in mehreren Spielsituationen. Okay. Das ist das erste FIFA, wo man auch Frauenfußballmannschaften hat, ne? Richtig. Ausgewählt hat. Und ich finde es auch gut, dass es so ist. Ja. Ne? Gleichberechtigung. Frauen sollten also auch, also es gibt halt nicht nur Fußball bei Männern, sondern auch bei Frauen. Und warum, ja, warum sind die vorher nicht schon in den Teilen gewesen? Ja. Für die breite Masse ist es natürlich wahrscheinlich trotzdem nichts, aber es ist trotzdem schön, das spielen zu können. Ja. Mhm. Weil, wenn wir ehrlich sind, 98% der FIFA-Spieler sind halt Fußballfans, ja, und die interessieren sich halt für die Bundesliga oder für ausländische Ligen, und Frauenfußball hinkt da halt immer noch ein bisschen hinterher. Aber auch durch solche Aktionen rückt sowas natürlich immer mehr in den Fokus. Jetzt haben wir 12 Nationalteams der Frauen dabei. Wer weiß, wie es weitergeht. Vielleicht haben wir in ein paar Jahren auch die Bundesligamannschaften von den Frauen, vielleicht mehr Nationalmannschaften. Ja. Aber es ist halt ein Anfang, der gemacht worden ist. Und generell absolut positiv. Ja, klar. Ja, da kann noch einiges kommen. Ne? Platz auf der Blu-ray ist ja genug da. Oh. So, wir können noch mal auswechseln. Ich erschrocken. Wenn du möchtest. Ja. Mach doch mal hier, zeig doch mal ein bisschen. Ja, also ich Tor oder so. Ich hole jetzt mal zum Beispiel einen André Hahn rein. Ja. Weil der auch so original ist. Ich hab da keine Ahnung von. Wir wollen Olic sehen. Du könntest mal den Olic einwechseln. Okay, wie mache ich das? Ich drück da immer drauf. Genau, jetzt hast du den Ilicevic ausgewählt. Willst du. Also, ich würde Lasogga rausholen, weil das ist ein Mittelstürmer. Wo ist Lasogga? Der ist ganz oben. Und dann. Was hat ihr gesagt? Wenn du den ausgewählt hast, gehst du runter bei Auswechselspieler. Da hast du Ivica Olic. Den hier. Und dann drückst du drauf, ganz genau. Und dann wird der Wechsel gleich vollzogen. Julian Korb ist auch original, deswegen wechsle ich den auch mal ein. So, jetzt drückst du Kreis. Dann kommst du zurück. Ja. Und dann gehen wir aufs Spiel fortsetzen. Okay, X ist ein ganz normaler Pass. Dreieck ist im Lauf ein Pass. Genau. Und Kreis ist so, habe ich jetzt schon mehrmals Kreis gemacht gerade. Kreis ist Torschuss. Ist ein Torschuss. Und genau. Mit Viereck machst du zum Beispiel eine Flanke. Okay. Und wie kann man sich den Ball holen so? Gibt es da irgendwie einen Ja, du hast, Trick? Du hast zwei Möglichkeiten, dir den Ball zu holen. Ja. Entweder mit einer Grätsche. Ja. Also ich zeig's mal, wenn. Ja, okay. Ich so. Mal, ja. Ja. Klappt nicht immer. Ja, ist ja auch Sinn der Sache. Wenn es immer klappen würde, dann ja. Wird es ja auch schwierig sein, Tore zu schießen. Und dann hast du halt noch die Möglichkeit so. Ja. Mit Kreis dir fair den Ball zu holen. Mhm. Das heißt, du gehst damit quasi in Zweikampf. Auch das ist ein bisschen überarbeitet worden. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ist etwas schwieriger jetzt, finde ich, im Gegensatz zum letzten Jahr. Wobei das eigentlich jedes Jahr so ist. Ne? Man muss sich wirklich erstmal neu gewöhnen dran. Ne? Neu gewöhnen, aber ich habe schon, ich glaube schon, dass es deutlich, deutlich besser ist aktuell als im letzten Teil, wenn man es wirklich verstanden hat, wie es geht. Ja, so, jetzt verdammt. Haben wir's. Verdammt. Also jubeln kann man zum Beispiel auch. Ich habe jetzt mit dem André Hahn gerade eine Rolle gemacht. Dann drückt man hier hinten L1 und dreht hier einmal im Kreis. Ja. Da macht er eine Rolle. Ist das auch neu? Oder Nein, was? Das ist nicht neu. Okay. Wollte gerade sagen, ich kenne das doch.
Bisschen. Aber da du ja fast gar keine Ahnung hast, ja, erkläre ich dir auch das nochmal. Ja, erstmal muss man ja sagen, dass der Hamburger SV bei uns dieses Jahr schon eine extrem starke Leistung abgeliefert hat. Ihr habt 3-0 bei uns gewonnen. Ja. Wir haben im kompletten Kalenderjahr 2015 zwei Heimspiele verloren. Und da hat halt eins davon der HSV gewonnen. Ich glaube nicht, dass der HSV dieses Jahr nochmal in die Relegation muss. Dafür ist die Mannschaft einfach auch zu gut mittlerweile. Und mit dem Labbadia haben die, glaube ich, auch einen Mann mittlerweile, der die Mannschaft einigermaßen im Griff hat. Europapokal, glaube ich, muss man in Hamburg noch nicht von träumen. Aber die Entwicklung ist finde ich, positiv. Gladbach ist ganz schlecht gestartet. 5 Niederlagen am Stück. Das bittere Aus von Lucien Favre. Ich als Fan war echt traurig und ich bin total dankbar dafür, dass wir diesen Trainer 4,5 Jahre bei uns im Verein hatten. Sonst wären wir wahrscheinlich immer noch so eine Fahrstuhlmannschaft, wie wir es vorher auch waren. Jetzt spielen wir Champions League, haben einen neuen Trainer, der gewinnt direkt mal seine ersten drei Bundesligaspiele. Muss man abwarten. Ich glaube schon, dass Gladbach von der Qualität her eigentlich am Ende der Saison trotzdem noch vor dem HSV stehen müsste. Es ist aber deutlich enger geworden. Ich denke aber, dass beide Vereine einstellig am Ende des Jahres sein werden. Ne? Genau, der war bei Pauli. Im ersten Moment habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Und in Pauli ist das ja auch alles nicht, also sportlich war es, glaube ich, gar nicht so schlecht mit dem Schubert. Aber ich glaube, er hatte ein paar Probleme damals mit der Mannschaft. Vom Typ her. Ich kann aktuell gar nichts Negatives über ihn sagen. Liegt natürlich auch in den Ergebnissen, das wird die Zeit zeigen. Aktuell fände ich es gut. Eigentor! Aktuell, war es wirklich ein Eigentor mit den weißen Trikots? Das tut mir leid, liebe Hamburger Zuschauer. Ich mag den HSV, aber ich kann halt einfach kein FIFA spielen. So, aber ich finde auch, das war jetzt sehr schön mit dir. Danke, dass du da warst, aber lass uns mal langsam zum Ende kommen.